Geschichte, ja, jetzt ist hier Rome, wo der Zug noch schon seine Trailer gemacht hat, seine wunderschönen Ja. 500, 599 Stück. Die haben mich fast eine Stunde gekostet. Ah, ohne Bob. Auf jeden Fall, hier sieht man schon in der Mitte die Kampagnenkarte, also die Karte. Das ist eigentlich alles, also alles hier eingekränzelt, das ist alles, was auf der Welt gibt, das wir erobern könnten. Und wo halt überall Fraktionen sind, die halt aktiv hier dran teilnehmen, sozusagen. Ich bin das Grüne, Gnorc ist das Blaue. Ja. Stimmt, er ist Sparta, ich bin Rom, weil, also, es wurde gewünscht, zumindest wurde ich angeschrieben, dass er Sparta nehmen soll und ich sollte doch Rom nehmen, weil ich ihn. Ja, was? Ja, ich soll einen Kriegsminister machen. Schön, Okay, ich soll. ja. Ja. Gut, Und dann. ja. Und ja, und ich werde mit Rom einfach alles ownen. Er wird sich mit Sparta, weil wir, was er immer macht, sich verkämpfen und gar nichts ownen und einfach nur in seinem trägen Loch da schlafen. Paar Sparta OP. Komm, dann tötet er die Die Gegner, werden tötet. mich mir alle so unterwerfen. Ja, okay, dann, und dann go, ja, und dann die anderen Fraktionen sind halt andere Fraktionen, ja. Und ich und Knorr haben uns schon eine kleine Taktik ausgemacht. Und zwar, wir versuchen einfach alles einzunehmen. Und versuchen nicht zu sterben dabei. Also, Ja. ist das nicht eine gute Taktik? Schreibt es in die Kommentare. Und schlagt eine bessere vor. Bei dir schreibt eh keiner in die Kommentare, weil niemand ein Video einordnet. Ah, ich weiß, du Arsch. Und ja, wir spielen auf Legendär. Bedeutet, das ist der höchste Schwierigkeitsmodus in dem Spiel. Das ist schlimmer wie Albtraum in FIFA, wenn es da überhaupt gibt, oder Weltklasse. Keine Ahnung, ich spiele FIFA nicht. Auf jeden Fall ist es schlimmer wie Weltklasse in Es FIFA. spawnen Das überall könnte. Creeper. Ja. Ja, das ist halt der harteste Modi und Legendär ist einfach OP. Wenn wir es hier sogar auf Legendär gewinnen bekommen, ist sogar eine spezielle Errungenschaft. Ja. Werden wir aber nicht schaffen. Na, Legendär OP. Irgendwas läuft wieder schief. Die Aufnahme verkackt wieder, müssen wir wieder von vorne anfangen. Muss sie fürchten, zogen Wir. Männer. Wenn du verkackst, ich bann dich aus meinem Leben. Ja, ich habe schon zum vierten Mal die Aufnahme verkackt, oder? Ne, dreimal habe ich schon die Aufnahme Ja. verkackt. Und das Problem war, zweimal von den dreimal war ich schon extrem am Owen, hatte ein riesiges Weltreich, hatte eine Armee aus 10.000 Männern und das eine Mal, da war viel, waren vielleicht nur zwei Runden oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich war immer am Ownen und dann kommt genau. Gnorc OP. Tut mir leid, ich habe die Aufnahme leider verkackt, weil ich nicht wollte, dass du so OP bist und ich so scheiße schlecht rüberkomme. Im Gegensatz zu dir, nur weil ich ein dreckiger Noob bin und nichts drauf habe und ein fetter Ohrenbob bin und mein Penis einen 10 cm Cock hat. Ich bin Was nicht soll das fett. denn? Ey, Ich? das ist aber so ganz korrekt ist das jetzt aber nicht. So habe ich das aber nie gesagt, Delta. Ja, Soll du ich nicht. Athen eigentlich spawn killen? Ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? Nein, hat er nicht spawnen können. Es ist halt. LOL, Scheiße, kann man. Man Alter, kann ich hat das nicht dir rückgängig Hunger machen? gemacht. Ich hätte zwei Städte von meinen Gegnern, etruskische Liga, direkt spawn killen können. Aber nee, ich laufe direkt mit meinem Trupp in die falsche Richtung. Das ist mit dem Schiffstrupp. Nein, spawn kill ich halt nur eine Stadt. Jo, Delta ist Warte, übrigens irgendwo hier. kann ich jetzt eigentlich Söldnern? Warte. Söldner? Söldnern hören? Ja, ich kann nur italienische Söldner sprechen. Aber warte. Ich rekrutiere direkt meine neue Armee. Warte, was ist denn meine Häuser? Ich bin Haus der Julia. Bedeutet, ich sollte eigentlich am besten einen General vom Haus der Okay. Julia. Bin ich wirklich Haus der Julia oder? Der Haus der Julia. Okay, dann muss ich von Haus der Julia reportieren. Haus der Julia und das minus 4 Senatoren, minus 2. Okay, ich höre mit minus 2 Senatoren. Nimm als Generalstrupp Triari. So, hier, den lasse ich hier außen rum wandern. Kommandant. Dann. Greift der hier an? Ah, Alter, das muss ich fuck. alles zensieren, du Schwachkopf. Gar nichts sind sie gern. Doch, das habe ich Das in den anderen Aufnahmen auch schon gesagt, wenn du das so. war mega extrem epic fail. Ja, hier komme ich ohne Gegner. Doch, hier ist auch ein Gegner, Hex. Lol, ich höre das Düdüt. Ach so, ich soll den Ton mal lauter machen, das ist mir letztes Mal aufgefallen. Die hacken eindeutig, alle hacken. Scheiß Bots, Hackerbots. Hackerbots. Warte, okay, ich cheat jetzt sozusagen mal und stelle mir hier nominell einfach eine Armee aus. Das ist nicht cheaten, sondern ich stelle mir einfach 1.100.000 Armeen auf, weil ich so viele kann, weil die relativ billig sind und dann OP-Truppen sind. Kannst du nicht, so viel kannst du jetzt auch nicht.
Vier Stück. Attentat, nicht Attentat, sondern. Oh, doch, soll ich Attentat? Nee, ich mach Vorräte bei Hilfen. Also, ich tue gerade die Gegner mit meinen Spionen, mit meinen Truppen allesamt belagern, damit die alle sterben gehen. Wie Gnorg. Sparta kann gar nicht hat es sterben. Nicht geschafft, Noobs, Noobs, Bio, Skorpion, nein, nicht Skorpion, Spion. Hier nochmal ein Zelt anheuern. Mach erstmal Bündnis mit mir, ich sehe nix. Ich sehe nix. Ich will sehen, wie du verkackst. Ich möchte spiele einfach die Schlacht. Ich weiß ja, dass Römer irgendwie so schlecht sind, dass die eh die ganze Zeit am Verkacken sind. Aber ich spiele die Schlacht jetzt einfach. Oh, hier. Ja, toll. Jetzt habe ich. Jetzt, also der gesagt hat, dass ich Rom spielen soll, will jetzt auf einmal doch Makedonien. Ja, jetzt ist es zu spät. Alter, wieso verkackst du gegen die? Ja, frage ich mich auch, aber mach zusehen. Nein, auch nicht die jetzt einfach. Also, ich hoffe, dass ich sie auch. Die Schlagen des Tuchulka. Alter. Legio 1 Italica, Legio 3 Fretensis und Legio 4 Victrix. Und ja, ich habe die zwei Legio 3, Legio 4 habe ich einfach nur kurz so einen Generalstrupp rekrutiert, weil da 160 Mann drin sind, relativ billig sind. Na. Und ja, ich das instant rekrutiert. Ich habe einfach nur die Staatsmänner genommen, die 0 kosten. Na, die kosten aber viel Dingens hier. Armeeunterhalt. Einfach so alle nach dem Krieg feuern. Ne, das Ding, was ich relativ blöd finde, ist, dass die haben zweimal Mob. Warum gewinnen die automatisch? Das sind einfach nur Mobs. Die können nicht mobben, zu Tode. Dein Ernst? Du willst mich zu Tode mobben? Also ich glaube, ich versuche die... Hier habe ich also... Ich erkläre mal ein bisschen. In der Stadt sind... In der Stadt sind römische Flaggen. Fail. Lalho. Stimmt! ich glaube, es ist vorprogrammiert, dass du die Stadt einnimmst. Ja, nee. Soll ich mal jetzt mal direkt eine Geschossreihe bilden? Und zwar, hier ist mein Generalstrupp. Bei anderen Fraktionen, also normalerweise ist der Generalstrupp ein extrem OP-er Trupp, der alles am Own ist. Hier in diesem Spiel nicht. Ja, das ist ein Kommandotrupp, der ist übel gut im Kommandieren halt. Hat gute Effekte, die er aktivieren kann. Ja, und warte, wo kommen denn meine Verbündeten her? Die kommen alle von der Seite, okay. Ja, der kann gut kommentieren, aber mehr kann der wirklich nicht. Der kann nicht gut kämpfen. Die anderen Generalstruppen habe ich aber als so Kämpfertruppen gemacht, das ist sagen. Die dann. Das nähert sich feindliche Unterstützung. Und kämpfen können. Und halt auch viele Mann haben. Yeah! Wo ist denn die feindliche Unterstützung? Ich sehe sie gar nicht. So, hier ist nämlich meine zwei anderen Generalstruppen. Das sind zweimal Triaris. Sehr schwere Sperrenfanterie. Wir hätten vielleicht vorher mal testen sollen, wie laut das Sound ist. Oh lol, ey, guck mal, was die da ist, denn die Unterstärkung. Lol, die sind unter Beschuss, oder? Weg. Ja, deine Leute haben gerade die Mauer da kaputt gemacht. Ich dachte, bam, batsch, batsch. Was ist da hinten? Ich wasche ein bisschen vor. Da kommt denn ihr Verstärkung. Guck mal, da ist denn ihr Verstärkungsdruck. Deswegen wasche ich vor, bevor der ankommt. Oh, ich kann da nicht hin. Auf legendär ist die Kamera zentriert. Alter, die Triari, der Anführertrupp von den. Also die Triari haben mehr Effekte wie der Generelle und Leibwachen. Ja, aber der Generelle und Leibwachen hat bessere. Der hat nur motivieren und der Triari hat sogar neue Aufschwung. Und da campen die ganzen Gegner mit den ganzen Mobs. Der hat nur motivieren. Ja, nur motivieren. Das ist Lucius Libo. Ja, Caesar ist halt übel OP-Kommandant. Ja, je weiter du den levelst, den Kommandotrupp, desto besser wird er auch. Ich will aber keinen Kommandotrupp, ich will so einen OP-Trupp wie die Königin Beltasten, die einfach alles wegownen. Kriegselefanten-OP. Die kosten zwar 600 Unterhalt. Also, Kriegselefanten sind sowas wie Witchnigger, was knorkig ist. Klar, Sparta ist total rich mit dem einen Dorf, was sie haben. Ah, was macht der Generalstrupp? Das soll ich einfach sehen. Saki. Gib mir mal irgendeinen Trupp, bei dem ich Kamera machen kann. Ich kann sonst nur bei deinem General machen. Ja, keine Ahnung. Also, wenn du gleich in die Schlacht gehst, kannst du mir einen geben. Ich will dir an sich eigentlich keinen geben, weil ich Angst habe, dass du irgendeinen Scheiß machst. Das wäre aber lustig. Ich trau dir nicht. Ja, ich trau dir nicht. Ich geb dir keinen Trupp. Ich kann ja die Triaris da hinten gehen, geben, die Herren kommen. Schnell das Vorige mache ich jetzt mit denen an. Ja, egal, passt schon.
Nein, ich werde geschossen. Ich werde geschossen. Ja, dann kriegst du direkt ihr Feuer zurück. Bring ihr Feuer zurück. Der Balle. Töte sie. Ja, Violette, schießt. Schießt mit einem. Guck mal, sie verfallen schon in Panik. Wir müssen wild im Haufen laufen. Warte, jetzt die Salve. Guck die Salve an. Ja, das glaube ich, einer umgefallen. Hastati und Italienisch. Also, meine Hände soll jetzt waschen. Jo. Salve noch mal umgekehrt. Was, die haben die Hexen? Ah, ich muss den Sound leiser machen, ich glaube, ich fürchte. Sonst versteht man kein Wort mehr von uns. So. Ist doch schneller oder besser, ihr scheiß Arsch. Oh, jetzt bist du tot, der Mob ist reingerusht. Und stellt sich hinten an. Wie viele sind das eigentlich? Ja, das ist ein Hacker. Ja, das ist aber gut, wenn es viele sind und du in so einer engen Gasse kämpfst, dann ist ihre Truppenstärke nämlich nicht von Bedeutung. Habe ich aus Sparta gelernt? Aus 300. Ja. Was haben wir alle von 300 gelernt? Tacken. Okay, 300 ist ja auch so realistisch. Ja, ne. Wie ist denn unrealistisch? Das Unrealistische ist, dass die Spartaner in dem Spiel hier so noobig sind. Normalerweise sind die OP, ganz eindeutig. Ach ne, dann bist du eigentlich 200. Ich hoffe, ich mach keine Team-Gäste. Alter, wie du die zerschießt und ich hab keine Kamera aktiviert. Ja, ich hoffe, ich mach keine Team-Kills. Ja, bestimmt. Ein paar Team-Kills sind immer dabei. Ja! Ja, du musst mal sterben. Alter, du bist zu leise. Bin ich nicht! Ja, gekillt. Hört auf, Team-Kills zu machen, ihr kackt und Archer. Vielleicht hat sich TS jetzt leise gestellt und ich bin jetzt lauter als du, das wäre lustig. Wehe. Bei der ersten Aufnahme war ich zu leise, bei der zweiten du. Ne, bei der zweiten, das ist jetzt die vierte Aufnahme, das ist so nichts. Klappe, die 2703. Du wieder ein Teamkill! Noob Archer! Alter, was passiert? Guck mal, den ihr Generalstrupp flieht. Das sind auch nur noch 20 und die fallen echt wie Fliegen. Ah, jetzt kommt die Archer, jetzt kommt die Kaff, jetzt kommt der Richtige, aber jetzt sind meine Triaris auch gleich da. Jetzt zeige ich dir, wie der Boss das macht. Gib mir jetzt irgendeinen Druck. Ja, Archer. Ne, schau dir nicht. Hau du voll in die und dann kann ich besser aufnehmen. Ja, warte, ich gebe dir hier einen Triari. Warte, ich hör den Triari-Druck. Ja, nur einen, reicht. Ja, da ist schon okay, Triari-Druck. So, und jetzt toll, ist ja nichts mehr da. Jetzt wasche ich mit meiner Generalskraft. Ja, doch noch weniger Generals. Unser General! Neuer Aufschwung, wo gebe ich neue Aufschwung? Oh, ja, die Hastati sind gleich tot, weil die ganze Zeit eine Teamkiss machen. Das ist meine eine Hastati komplett tot. Ja, der Hastati-Trupp ist tot. Nee, der ist gar nicht tot, Hex. Eine unserer Einheiten hat eine gesamte Munition gelöscht. Ja, unser General ist richtig. Gefallen! Und ja, das war dumm. Lol, dein General ist gerade. Mein General ist tot. Unser General ist gefallen. Warum bin ich so dumm und rush mit dem Generalstrupp rein? Das war richtig fail. Sei froh, dass das nicht Sparta. Cäsar war, Junge, bin ich verwirrt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Cäsar Noob. Ist eindeutig Noob. Also, ja, meine Archer haben keine Muni mehr. Kann ich mir den auch reinwaschen? Wine Rush. Ja. Lol, du nimmst die Flex schon ein. Ja, nee. Hex. Hat bestimmt einer an den vorbeigestrichen, so nimmt das Teil. Ich mach so fett viele Eigenkills, das gibt's gar nicht. Oder Teamkills. Eigenkills, Alter. Okay. Ich sehe aber aus der Position, wie die Feinde hätten Headshots kriegen. Warum ist der General so dumm und verliert eiskalt meinen General? Ich meine, das sind noch 27 Elemente. Wieso ist mein General so dumm und verliert eiskalt meinen General? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Der General lebt doch noch, oder? Oder? Das ist doch der General. Der lebt noch, der General lebt eindeutig noch. Stellt sonst der General ist gefallen, aber es war dein General. So, ich minimiere jetzt kurz und mach dich mal laut. Ich höre dich gerade. Ich hoffe, die Aufnahme wird jetzt nicht unterbrochen. Remixer.
Delta, sag mal was. Ja. Ah! Was? Scheiße. So, ich fürchte, jetzt geht's. Hört ihr doch dich als Steinschleuder, Noob, Noob-Team. Hex, Hex, Hex. Hex, 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 Hex. Alte Snoop-Kämpfer hier. Was macht dein Trajari so? Die Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Keine Ahnung, warte, ich muss mal kurz den Sound. Den Ingame-Sound wieder leiser stellen. Alter, die schreien ja echt. Ah, nein, Trajari drückt das falsch. Du sollst kämpfen. Aber ich ja okay. Nein, hast Tati hier fliegt. Wehe. General motivieren. Motivier sie, du Fettsack. Okay, jetzt fliehen sie. Der General ist eindeutig useless. Passt, du gewinnst. Ja. Aber wir sollten aufpassen. Da stehen noch Steinschleuderer. Wild und entschlossen, ihre Steinchen zu schmeißen. Ach, meine Militär sind eh zu inkompetent, irgendwie die Steinschleuder abzuschießen. Soll ich jetzt durchrushen auf die drauf? Komm, ich mach das jetzt. Ja, mach das. YOLO. So. Oh, rennt so, durch die Feinde ja? Durch! Ja, die meine Salven hat 5 von denen getötet. Ah, die fliehen, ha! Jetzt kämpfen sie. Ja, das war schlau. Ah, ne, die Leves waschen. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Leves sollten nicht waschen, die Triari sollten waschen. Okay, meine Leves fliehen. Dann schicke ich jetzt die Velites um. Sie sind des Leves nicht mehr froh. Ja, ernsthaft. Halt, fliehen sie! Noobs, Hex, Noobs. Sterbt alle an AIDS. Hört jetzt sie eine nach dem anderen. Ja, hau noch eine Salve in meine rein. Scheiße, Mann. Ja, tut mir leid. Danke, okay. Du viele römische Schilder. Verkauf sie doch und renn deine alle nackt rein. Nein. Triari, okay, die Triari haben die Archie gewascht. Ja, das sind jetzt im Sack. Wie viel, also mein Generalstrom hat ganze 10 Kills, okay, würde ich mal nicht sagen. Mach ja, auf jeden Fall, mach in Informationenkämpfen aus, du bist jetzt in Überzahl. Die Kills, die Archer haben, nicht mehr schön. Informationenkämpfen aus, sie fliehen doch eh alle. Alter, der Triari hat 137 Kills jetzt schon. Wie viel hat dein Triari gedruckt? 100. Einer hat 144 jetzt, 145, 146, 148, 149. Ja, Hex. Oh. 150. Meiner macht jetzt aber auch noch ein paar Kills. 52. 153, 103, 153 immer noch. 155. 156, Triari Zone. Meine hat durchgehend 115, das steht übrigens hier. Da steht das. Ja, GG, Sieg. Knapper Sieg, der war nicht knapp. Vor allem, weil wir automatisch die gewonnen hätten. Na. Aber die Militis haben aber aufgehört und die Leves. Ja, Hex. Nur die Hasati waren zu inkompetent. Oh, der Mopfel, den 5 Kills. Beide. Ja. Die haben wahrscheinlich dieselben 5, so Mann. Leute, die sich das nicht vorstellen können. Mobs sind sozusagen so Leute wie ich oder du oder halt die Leute, die zuschauen, die einfach sich dann ein Schwert genommen haben.